da, glaube ich, besser verstehen. Ja, mein Thema hat eigentlich so richtig nicht, passt eigentlich nicht ganz in diesem OSM-Block. Es ist eigentlich mehr ein GIS-Thema, auch wenn ich im späteren Verlauf vielleicht dann nochmal ganz kurz auf OSM-Daten drauf eingehe. Hintergrund, was ich erzählen möchte, war, ich habe ein kleines Projekt gemacht in der Summer School der Hochschule Anhalt mit Studenten. Und wir haben mal probiert, wie man für Energiekonzepte diese automatisiert berechnen lassen kann. Also ich sage mal so Energiepotenziale, automatisiertes Geoprocessing und dann die Sachen auch zu visualisieren, um vielleicht Entscheidungsträgern ein helfendes Instrument in der Hand zu geben. Man sagt ja so schön, Karten sagen mehr als 1000 Worte. Ich werde mal kurz Agenda, was ich vorhabe. Ich werde mal kurz auf den Hintergrund eingehen, warum wir uns das gedacht haben, auf die Datengrundlage. Dann näher eingehen auf das Geoprocessing der Energiepotenzialanalysen, ein paar exemplarische Ergebnisse zeigen und dann gebe ich noch eine kleine Diskussion, einen Ausblick, inwieweit die Ergebnisse auch brauchbar sind oder für wen die brauchbar sein könnten. Fangen wir mal an. 2011, die beschlossene Energiewende durch die Bundesregierung und die hat eigentlich viel in Gang gesetzt. Es gibt wenn man das Internet durchforstet, es gibt einen Haufen Leitfaden, Energienutzungsplan, Bestands- und Potenzialanalysen. Es geht so weit, dass erneuerbare Energien Zukunftsaufgabe der Regionalplanung ist und es gibt auch für viele Regionen auch schon regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte. Meistens ist es aber so, also auch in diesen Leitfäden, die beziehen sich sehr auf spezielle Daten. Bevor ich auf die Datengrundlage eingehe, ich kann ja hier drücken, wollte ich noch mal kurz Energiewende und Geoinformatik oder räumliche Analysen, wie passt das zusammen? Ja, wo sind die Synergien? Erster Punkt ist natürlich in der Anspruchnahme von Flächen. Automatisch, wenn man neue erneuerbare Energien irgendwo nutzen will, es werden Flächen genutzt werden müssen. Es gibt Nutzungskonkurrenzen, was ein heiß diskutiertes Thema ist. Vermeisung der Landschaft wird über dann Anbau von Kurzumtriebsplantagen, sage ich mal, Energieholz herzustellen und so weiter. Oder auch Raps vielleicht für Biodiesel, auch wenn das jetzt nicht mehr so im aktuellen Fokus ist. Weil es gibt die Diskussion zwischen, ich sage mal, Verdrängung zwischen Nahrungsmitteln und so weiter, also Nutzungskonkurrenzen. Und dann gibt es Raumimplikationen, ja, die sind unterschiedlich. Je nachdem, was ich für erneuerbare Energien nutzen möchte, Biomasse, ja, rechtliche, technische Restriktionen, dann die Freilandphotovoltaik, Windenergie und Wasserkraft. Letztendlich all das zusammen führt eigentlich dazu, das bedarf einer räumlichen Analyse, ja, für Potenzial und Bedarfsflächen und das letztendlich die Geoinformatiker, genau der technische Begleiter, der in der Energiewende eigentlich eine Rolle spielen kann. Potenzialbegriff ist genauso. Wenn man Studien liest dazu, wird häufig erst meistens nur das theoretische Potenzial einer Fläche ausgerechnet. Das hört sich meistens sehr gut an, schrumpft sich aber immer mal ein über den technischen Potenzial, in dem zum Beispiel dann Naturschutzflächen ausgeschlossen werden, wirtschaftliches Potenzial, kann ich überhaupt meine Anlage in dem und dem Maß steuern, inwieweit sind die Transportkosten vielleicht für Energieholz, sodass letztendlich eigentlich nur ein kleiner Rest von einem erschließbaren Potenzial übrig bleibt. So viel zum Hintergrund, so also ein bisschen als einleitende Worte. Datengrundlage. Unsere Aufgabe war es, oder ich habe mir die Frage gestellt, kann man das eigentlich alles mit freier, also ich sage mal mit Open Data zugänglich stellen oder zumindest mit Daten, die für einen nicht kommerziellen Verbrauch genutzt werden können. Wir haben mal kurz ein bisschen Recherche gemacht. Letztendlich sind wir auf drei Hauptdatenquellen, haben wir noch drei Hauptdatenquellen zurückgegeben. Das sind einmal die Korine Landcover-Daten, OpenStreetMap und die EEG-Anlagenstammdaten. Die EEG-Anlagenstammdaten sind Daten, die jedes Jahr durch die Energiebetreiber veröffentlicht werden und die, ich glaube, es sind jetzt fast 1 Million Einträge, die zeigen sämtliche Anlagen in Deutschland in der EEG, ob das nun Biomasse, Solar und so weiter ist, mit ihren Erzeugungswert. Bei den Korine Landcover-Daten haben wir die Landnutzungsflächen genutzt, bei OpenStreetMap das Straßen- und Wegenetz und zusätzlich haben wir, das GIS-Camp oder die Summer School der Hochschule Anhalt
ist ja eigentlich in Sachsen-Anhalt, findet aber jährlich in Bayern, in Flossenbürg statt. Um administrative Daten zu bekommen, haben wir natürlich jetzt, Bayern hat eine Open-Data-Initiative gestartet und haben natürlich daher die Administratendaten ziehen können. Man hätte natürlich dafür auch OpenStreetMap nutzen können, wäre auch nicht das Problem gewesen. So, Vorbereitung fürs Geoprocessing. Wir haben, es gibt eine Vielzahl von Studien, zum Beispiel Eunaya-Balcom, die erstmal zeigen, Potenzialanalyse, Biomasse, Potenzialanalyse, Solar mit Einspeisevergütung. Das bedeutet, das wird gefördert, diese Flächen, um dort Photovoltaikanlagen zu bauen. Ja, das ist einfach nur ein Ausschnitt. Es gibt eine Vielzahl von Betrachtungen, wie man letztendlich Potenziale berechnen kann. Wir haben erstmal einen kleinen Workflow aufgestellt. Der ist jetzt hier beispielhaft für das Energiepotenzial der Biomasse. Man hat seine Ausgangsdaten, Ausschluss von ungeeigneten Flächen, Siedlungsgebiete. Geeignete Flächen für die Biomasse sind in erster Linie dann Ackerflächen für den Anbau von Kurzumtriebsplantagen, Wiesen und Weiden, Nutzung von Grünschnitt oder Waldgebieten, einfach Restholz zu nutzen. Ja, es werden dann Abzug auszuschließender Flächen sind wie so häufig Schutzgebiete, Gewässer und Schienennetz. Ja, und dann aus diesem Pool erhält man dann letztendlich eine potenziell verwendbare Fläche. Und wir haben über Faustwerte dann die Potenziale errechnet und das letztendlich auch visualisiert. Ähnlich ist es bei Solar. Das ist hier zwar hier als Beispiel Solar mit Einspeisevergütung. Die wird halt gefördert, besonders an geeignete Flächen zum Bundesautobahn und Bahntrassen im Randbereich von 110 Metern, ja, sowie Konvergenzflächen, die nicht nutzbar sind. Auszuschließende Flächen, die potenziell verwendbaren Flächen, haben wir dann auch nur die genutzt, die auch wirklich größer als ein Hektar sind, und dann auch wieder Potenziale berechnet. So, meine Studenten, sage ich mal, oder meine Teammitarbeiter, haben dann in mühevoller Kleinarbeit ich weiß gar nicht, wie groß das ist, also ist jedenfalls so, haben jedenfalls im Workflow arbeitet, da geht es mehrere Seiten lang, in dem auf Grundlage technischer Restriktionen, was für Geoinformatik, Analysen oder Methodenwerkzeuge nutzt jetzt mal ein, haben letztendlich für jede Energieform so einen Steckbrief aufgearbeitet, den wir dann letztendlich umgesetzt haben und automatisiert in einen Model Builder genutzt haben wollen. Wir haben uns dafür den GVSIG Model Builder entschieden. Letztes Jahr, zu der Zeit, habe ich noch den GVSIG, die CE-Version, also die Community Edition genutzt. Ich habe das jetzt mal aufbereitet im Vorfeld der FOSGIS auf die neue 2.0er-Version. Und letztendlich haben wir Daten eingelassen. Das waren letztendlich die Corina Landcover-Daten, haben wir schon auf das nutzbare Gebiet reduziert oder ausgeklippt. Ist jetzt nicht angeklickt, Naturschutzdaten und FFH-Gebiete. Man hat dann die Möglichkeit, ich weiß nicht, wer GVSIG kennt, einfach hier über diesen Modeler aufzurufen. Ja, und dann hat man die Möglichkeit, sich Step für Step sein Modell, sein Analysemodell, sein Geoprocessing-Modell aufzubauen. Man hat hier, gibt hier eine Vielzahl an Tool, 344 hier rein, wo man verschiedene Sachen letztendlich darstellt und Step by Step aufbaut. Ja. Für die Biomasse kommt dann am Ende so ein Wirrwarr raus, was nutzt. Kurz erklärt, also man lädt natürlich erst die, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, die Corine Landcover-Daten haben wir eingeladen, haben diese Flächen gefiltert nach Biomasse, Grünschnitt und Waldrestholz. Ich sag mal, das etwas Unschöne noch an diesem Modelbilder, der sicherlich auch immer in der Weiterentwicklung ist, man kann diesem keine seine eigenen Namen geben, ja, sodass das sehr verwirrend ist. Wir haben das dann geklippt mit den verschiedenen Naturschutzflächen, die Feldberechnung durchgeführt über einen Potenzialwert. Ja, ich möchte auf die Einzelberechnungsmethode nicht eingehen, ich stelle die Folien auch ja dann im Internet zur Verfügung und dann sind die Berechnungsmethoden werden dann als zusätzliche Folien mit drangehangen und die Quellen dazu. Und letztendlich haben wir diese einzelnen Potenzialberechnungen für jede einzelne Fläche, sei es ein Biomassepotenzial, räumlich vereinigt mit den Gemeindegebieten, sodass man letztendlich die Kenngrößen auf die Gemeinde übertragen werden konnte. Zweites Modell, was vielleicht ein bisschen komplexer auch noch ist, ist zum Beispiel die Nutzung
der Solarenergie mit Einspeisevergütung. Es war so gewesen, ja, hier haben wir natürlich das Bahnnetz aus OSM-Daten, aus Straßendaten gebuffert. In dem Fall erstmal 6 Meter von der Fahrbahnmarkierung, also von dem Fahrbahnrand weg, weil es das Gebiet nicht genutzt hat. Dann der nächste Buffer mit bis 110 Meter, also nochmal um 104 Meter gebuffert. Mit den Corina Landcover-Daten in Intersection durchgeführt, die Naturschutzgebiete vereinigt und auch geklippt und letztendlich auch wieder Berechnung durchgeführt und das auf die Gemeindegrenzen übertragen. Hat den Vorteil bei GV-SIG, man hat hier mehrere Möglichkeiten, das Modell wird dann eingeladen, man steht als Analysewerkzeug zur Verfügung. Ich werde auch hier diese drei erstellten Models auch mit in das FOSGIS 2013, also auf meiner Seite, mit einbinden, die Dateien, also diese Models mit hochladen, sodass sie jeder benutzen kann. Und das Schöne an GV-SIG ist, an dem Model benutzt man halt einfach die Möglichkeit, einen Batch-Prozess durchzuführen oder seine Daten, die man sowieso im Projekt hat, zu nutzen. Beim Batch-Prozess hat es den Vorteil, dass man den aufruft und sogar seine Daten direkt, also nicht kein Projekt eingeladen haben muss, sondern seine Daten direkt aus von der Festplatte mit einbinden kann. Das sieht dann so aus, man bekommt automatisiert sofort eine Vielzahl von Flächen. Das war jetzt hier für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern halt, das sind hier zum Beispiel diese Solarflächen. Hier sind diese, ich sag mal so, diese Linien, das sind die Flächen, die übrig geblieben sind, Solarflächen mit Einspeisevergütung entlang der Bahntrassen. Hier Hintergrund sind das schon verbundenen Gemeindegebiete, die letztendlich auch die Potenzialwerte schon in sich tragen. Und ganz einfach, was dann noch viel Handarbeit, also viel Arbeit ist, viel Fleißarbeit ist, saubere Karten zu erstellen, kann man letztendlich auch sehr gut mit GV-SIG. Man hat hier sein Druckwerkzeug, bindet seine Views ein und bekommt dann solche Karten raus auf Gemeindegebiete, wie Zentrum Stadt Weiden, wie viel es Potenzial Energiepflanzen gibt im Jahr, ja, ablesbar. Ich habe das jetzt hier mal noch mit der Deckung des Energiebedarfs, damit man mal einen Eindruck hat, inwieweit ist eigentlich was möglich. Wir haben es auch hier relativ einfach gemacht. Man kann natürlich dann über die Methodik dann nochmal streiten, sondern wir haben eigentlich eine einfache Faustwert auf Energiebedarf auf Einwohnergrößen genommen, die wir dann also aus dem Statistischen Landesamt bekommen haben. Auch hier werde ich die Methodik jetzt nicht mehr einzeln darstellen, aber werden damit veröffentlicht. Beispiel Grünschnitt, ebenso, ich kann jetzt nochmal weiter durchgehen, wir haben das Waldrestholz, hier die Potenzialfläche mit Einspeisevergütung, liegt natürlich daran, wo auch nur Bahntrassen oder auch Autobahnen entlanglaufen, sind natürlich dann nur einige Gemeindegebiete in diesem Fall. Und einmal nochmal, ich sag mal, Freiland, Solar- oder Photovoltaikanlagen, was das Potenzial wäre. Ja, das ist nicht jetzt nur das Theoretische, das wäre eigentlich schon in dem Fall das technische Potenzial. Gut, ich hatte vorhin am Anfang noch was von EEG-Anlagenstammdaten gesagt. Die haben wir mal so weit aufbereitet. Das ist ein Wirrwarr aus einer großen Excel-Tabelle oder aus mehreren Excel-Tabellen oder CSV-Files. Wir haben das Gebiet über den Postleitzahlen erstmal eingeschränkt, haben diese dann geokodiert und haben mal den Anteil oder auf Gemeindeebene dargestellt, inwieweit was schon an erneuerbaren Energien und was in der Gesamtleistung in der Gemeinde zur Verfügung steht, was möglich ist und wie die Verteilung ist. Auch ein weiteres Ergebnis, was wir automatisiert durchgeführt haben. So, jetzt war ich am OSM-Block und was können OSM-Daten leisten? Natürlich Mappen von landwirtschaftlichen Flächendaten und Potenzialberechnung aus OSM-Daten. Ich habe mich davor bis jetzt immer gescheut, hatte eigentlich den einen Grund, und zwar liegt es in den Schlüsselwerten für die Landnutzung. Normalerweise, laut der Wikipedia-Seite ist ja Key, also Land Use, wäre in dem Fall Farmland, Meadow und Forest. Ja. Es gibt aber einige, die mal bezeichnen dann einen Wald als Wood oder nur als Farm, und so ist die Problematik, das vergleichbar über mehrere Gemeinden zu machen, relativ schwierig. Das heißt, ein Vorteil, den OSM-Daten aber haben, man kann ja die Methodik auch runterbrechen, ich sag mal, auf kleine, kleinräumige Gebiete, sodass man in seiner Umgebung, die man hat ein Stück Land und so weiter, und manchmal schauen kann, was ich nutzen kann, dafür kann man das natürlich voll einsetzen. Ergebnisdiskussion, was ist letztendlich hinten rausgekommen? Diese GIS-Analysen sind letztendlich
die bieten eigentlich nur eine Diskussion. Ein Anreiz dafür, man sieht was auf der Karte, wo habe ich überhaupt was? Und letztendlich, das ersetzt keine richtige Raumplanung in dem Sinne, aber es macht erstmal Geschmack und man kann erstmal schauen, was habe ich erstmal möglich. Jede Energieform alleine für sich hat nicht so viel Potenzial, aber der Mix macht's. Und was ganz interessant ist, die Daten sind ja, also die Corine-Daten und Landcover-Daten sind ja deutschlandweit einheitlich, sodass jeder eigentlich auf einen Blick einfach mal sein Potenzial für seine Region ausrechnen kann und jeder kann einfach mal einen Blick drauf werfen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, stehe für Fragen zur Verfügung. Meine Kontaktdaten, wie gesagt, Privat-E-Mail-Adresse und so weiter, können Sie mich gerne kontaktieren. Ich stelle auch gerne die Workflows und so weiter, also alles, was erarbeitet wurde, auch zur Verfügung. Okay. Ja, danke für den Vortrag. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Sonst hätte ich eine. Diese Corine Landcover-Daten, weißt du, unter welcher Lizenz die stehen? Also für nicht kommerziellen Gebrauch kann man diese nutzen und man muss nur angeben, woher man die Daten bezogen hat. Okay. Ja. Sonst noch Fragen? Nur zur Ehrenrettung von diesem Modeller. Ich habe gerade vor ein oder zwei Monaten habe ich ein größeres Update gerade ins SVN geschoben von GVSIG.CE. Also diese ganzen Schwachstellen sind inzwischen alle behoben. Man kann jetzt die Knoten im Modeler kann man umbenennen, also etikettieren und vergrößern und die Farben ändern. Und krass, GIS-Module sind endlich komplett eingebunden und endlich sind auch die ganzen Fehler raus, die man so drin hatte und so weiter und so. Also man kann jetzt richtig gut arbeiten mit dem Tool. Es hat ja auch funktioniert in dem Fall. Es wundert mich, dass es so gut funktioniert hat, weil man in ziemlich katastrophalen Zustand war. Ja. Und ich wollte noch sagen, also die ganzen Quellen für die Java-Version von Sextant, die sind im Moment im GVSIG.CE SVN. Und da sind dann eben auch die ganzen Änderungen drin. Ich weiß nicht, wie das mit der Version 2.0, die wird ja jetzt in Valencia da intern weiter gepflegt. Das hat dann wahrscheinlich werden dann eine andere Schnittstelle brauchen zu Sextant. Also ich weiß nicht, wie einfach das dann ist, ein Update dazu machen. Aber eigentlich sollte das gehen, dass man sozusagen die Jars aus der CE-Version nimmt und einfach da reinsteckt. Im Prinzip müsste das noch funktionieren, ich glaube. Ja. Okay. Also hat ja, man hat sich dann gewöhnt und dann hat man mal halt mit einem anderen Clip was verbunden und dann ging es weiter. Aber noch jemand eine Frage? Sonst würde ich sagen, dass wir quasi kurz Pause machen, bis dann der nächste Vortrag anfängt.